Hallo, hallo. Ja, ich sehe euch nicht so. Ihr seht vielleicht, dass hier wieder strahlender Sonnenschein herrscht. Und ich wollte ein Video machen, weil es so, so spannend ist, dass diese Einfachheit der Annahme, also das, was du glaubst, was du siehst, was du beobachtest, tatsächlich das ist, was du kreierst. Das ist das, was du manifestierst. Und beobachten, jetzt nehme ich mal ein anderes Wort, ja? Annehmen und beobachten ist genau dasselbe. Und was du beobachtest, ist eben nicht nur, was du gerade so siehst, sondern du beobachtest immer mit deinen fünf Sinnen. Du beobachtest, indem du Rückschlüsse machst, indem du Zusammenhänge siehst, indem du auf diese Art und Weise mit deinem logischen Verstand, mit deinem Gehirn, das sozusagen einbetonierst in den Raum der unbeschränkten Möglichkeiten. Und das muss einem bewusst sein, dass das eben alles immer so auf diese Art und Weise funktioniert. Seien es Dinge, die du haben möchtest, von denen du mehr haben möchtest, oder Dinge, die du ablehnst, verabscheust und weniger haben möchtest. Es ist so ein einfaches Prinzip. Und diese Beobachtung, ja, viele sprechen von dem Beobachter in der Quantenphysik und wissen, dass der Beobachter dann die Realität beobachtet. Und jetzt ist es doch klar, dass im Rückschluss das heißt, dass sich alles, was du beobachtest, im Quantenfeld, im Universum, in deinem Universum, in deiner Realität manifestiert. Und es gibt nur dich als einzigen Beobachter in deiner Welt. Wenn du jetzt Krieg beobachtest, kreierst du Krieg, so leid es mir tut. So, wenn du dich über andere Menschen, ihre Ignoranz und Blödheit aufregst, dann kreierst du blöde, ignorante Menschen. Es ist so. Dann ist in deiner Welt einfach alles so, wie du es beobachtest. Und der Trick ist nun mal, obwohl du scheinbar etwas beobachtest, etwas anderes zu beobachten. Jetzt überleg dir mal, du hast so ein Bild, ja, diese Bilder, die nur aus Farben bestehen, wo jeder rein interpretieren kann, was er möchte. Und zwar hat der Maler eine Intention gehabt, was er darstellen will in seinem Bild. Aber du hast den freien Willen, die freie Wahl, das zu überschreiben. Du kannst, ja genau, Impressionismus heißt es, glaube ich, auf jedem impressionistischen Bild kannst du erkennen, was du möchtest. Und obwohl der Maler da eine ganze Geschichte rein interpretiert hat, kann dich nicht zu niemand zwingen, diese gleiche Geschichte zu sehen. Und so ist es eben auch in der Welt. Auch wenn dir die Realität sagt, dass die Menschen so und so sind, dass die Gefahr so und so ist, dass wir in einem Zeitalter, Zeitgeist dieser und jener Bluetooth-Mars, Dingenskirchen-Aufwachung, Kirchen, was auch immer, uns gerade befinden, musst du das nicht annehmen als deine Realität, als deine Beobachtung, sondern du kannst sagen, interessante Ansicht, aber in meiner Welt, in meiner göttlichen Welt, dort, wo die göttliche Ordnung herrscht, wo die höchste und begeisternde, schönste Energie ist, in der ich aufgehe und mich zeige, da sehe ich das Paradies. Das Paradies. Nur so kannst du das Paradies erschaffen. Wenn du nicht mehr auf die Schlange hörst. Wenn du nicht mehr auf die Schlange, die in meinem Wording das Human Design repräsentiert, wo es dir immer wieder erklärt, was nicht geht und was beschränkt ist und warum und so weiter und so fort. Dieser ganze logische Kram. Dann kannst du die Welt verändern. Und das ist nun mal so. Und es wird uns so viel gesagt, auch von höchster Stelle,
die scheinbar, die wir jedes Mal, wenn wir sie erhöhen auf ein Podest, auf ein Guru-Podest, was auch immer, scheinbar irgendwelche komplizierten Dinge und Zusammenhänge erklärt und uns sagt, es ist so und so ist es und so ist es. Und du halt noch nicht dieses Divine Standing hast und sagst, nö, die Dinge sind genauso, wie ich es sage. Und dieses Erheben über das Bild, das andere, das eine ganze Gesellschaft gezeichnet hat, das ist von mir aus der Aufstieg. Aber nicht in irgendeine nächste Dimension, dritte, vierte, fünfte, zweihundertste, zweitausendste, sondern einfach in ein Divine Design. Und ins Quantum. Quantum heißt einfach nur, es ist ein Raum, ein Feld, wo keine Zeit herrscht. Und es ist eben auch kein Raum, weil Raum ist ja irgendwas Begrenztes. Es ist ein Universum, ein unendliches Universum ohne Zeit. Einfach dass diese Leere, diese Void, wie Dr. Joe Dispenza sagt, wo du ein Licht scheinen darfst, draufwerfen darfst, was du haben willst. Aber gleichzeitig musst du eben das Licht dort ausknipsen, wo du es nicht haben willst. Und wenn wir das alle verstanden haben, ganz, ganz tief, dann gibt es keinen Grund mehr, sich zu ärgern, sich aufzuregen, abzulehnen oder was auch immer noch diese ganzen Emotionen sind, die wir überwinden wollen, die gibt es dann gar nicht mehr, wenn du es verstanden hast. Dann kreiert dein Verstand dir keine Vorstellung mehr, in der du eben ausgeliefert bist und dich aufregen musst, sondern dann hast du wirklich dein Divine Standing. Und das ist eigentlich das Einfachste der Welt, die das irgendwann mal verinnerlicht haben, sagen, oh mein Gott. Und dann kommen wir in diese Schöpferkraft, ja. Genau. Und dann können wir uns die Welt so kreieren, wie wir sie wollen, unser Business, unsere Beziehungen, weil es ist nichts ausgenommen. Es sind keine Menschen ausgenommen, es sind keine Tiere ausgenommen, es sind keine Situationen ausgenommen, sondern es ist immer so. Ja, ihr Lieben, kurzfristig findet jetzt doch das Yacht-Retreat statt. Es wäre ja natürlich schon nächsten Samstag, 19.03. Ich freue mich über die, die diese Chance wittern, einen Quantensprung zu machen, in ihrer eigenen Erkenntnis und dadurch auch in ihrer eigenen Kreation. Und ich kann dir sagen, wenn du das machst, wird sich deine Investition vervielfachen. Ich weiß, es ist kurzfristig, es ist huhuhu. Aber wenn du spürst, komm mit, ich bin da, musst keine Angst haben. Alles ist gesorgt, für alles ist gesorgt, du wirst abgeholt. Du wirst gefüttert, du wirst gecoacht. Genau, das ist das. Und du kannst es auch jetzt erstmal buchen, sag ich mal, als Einstiegs-Super-Booster. Und wenn du dir überlegst, schon allein ein Online-Booster bei mir kostet 650 Euro, dann ist es auch wirklich ein Geschenk. Ja, und dann kannst du dir nachher immer noch überlegen, ob du weitergehst und tatsächlich endlich dein Business rockst und nach 4 Monaten deine Türen aufschließt, weil du es schon lange im Hinterkopf hast und weil immer noch was fehlt. Ich kann dir versprechen, das können wir in einer Woche, können wir das Fehlende, können wir das ergänzen, so dass nichts mehr fehlt, weil du da bist. Genau, was wollte ich noch erzählen? Es gibt so, so viel. Aber es sind wirklich immer nur die Sachen, die ich vorher gesagt habe, die Ansichten und die Beobachtungen. Ja, ja, komm, Seh. Gefährlicher Hund. Es sind einfach nur die Ansichten und das, was wir beobachten. Und dass wir uns da disziplinieren und nicht mehr verstricken in irgendwelche Geschichten und Ahnenverstrickungen und sonstige Verstrickungen, sondern uns wirklich in unser Schöpfertum begeben. Und das ist halt mit voller Konsequenz, ja, da gibt es keine Ausnahme. Und das fällt unserem Human Design manchmal schwer, weil es immer verstehen will. Und in diesem Zusammenhang gibt es morgen früh um 8 ein Early Bird, wo eine mutige Frau mir alle Fragen stellt, die sie bewegen.
Und ich kann euch sagen, schaltet rein. Genau hier gibt es auch ein Live. Und ihr werdet all eure Antworten bekommen, weil diese Fragen sind natürlich nicht ihre Fragen, sondern sie stellt sie für euch mit. Und so habt ihr ein riesen, mega gratis Coaching. Ja, hier einfach nur für euch, weil jemand eure Fragen sozusagen channelt, weil wir haben nie alleine die Auffassung, wir haben nie alleine die Meinung, sondern es ist immer eine Meinung, in die wir uns eingetuned, eingekauft haben, wenn man das so sagen kann. Also, hier nochmal ein wunderschönes Panorama, zugefrorener See, Sonnenschein. Ich wünsche euch einen Happy Day.